Vor langer Zeit hat die Hobbit-Schrotthändlerin Gödi noch nicht gewusst, welches Schicksal sie erwartet. Sie wird zur Trägerin von der Spitze vom Matterhorn. Ein Stein, der seinem Besitzer unendliche Lustigkeit verleiht. Was hast du da? Deine Mutter. Vier Jahre später, die Gödi ist inzwischen noch ein bisschen gewachsen, ist sie weit und breit im ganzen Land die lustigste gewesen. The fuck? Und wer bist jetzt du? Ich bin der Elf. Meter. Elf Meter? Du Pfosten. Latte. Pfosten, so heisst mein Bruder. Was hast du da in deinen Händen? Deine Mutter. Hast du ihn jetzt geschlossen, oder was? Hey, normalerweise funktioniert der. Wir sind hier in der Schweiz. Da ist Humor verboten. So steht es geschrieben. Und so soll es sein. Okay, schade. Du musst den Stein zerstören. Begib dich dafür ins Wimmertal. Erklimm den Truheberg, nimm den Stein und wirf ihn in die brühlende Lava, auf das in der ganzen Schweiz von Schwammedingen bis Spreitenbach niemand mehr gelacht wird. Hallo? Aber die Gödi hat nicht gemacht, was man ihr gesagt hat. Wo ist die jetzt hin? 200 Jahre später, an einem ziehstigen Nachmittag, hat der Stein die Macht über die Gödi ergriffen. Mein Schatz! Meine Mutter! Mange hat der Stein wollen besitzen. Aber lang nicht jeder war auch würdig, den Stein zu tragen. Hey, das ist jetzt aber ganz billiger Slapstick-Humor. Hey. Okay. Zweimal macht's. Auch nicht besser. Okay, jetzt ist der Running Gag. Und weil die Gödi nicht schwimmen kann, hat sie ihren Stein verloren. Und so hat der Stein 1000 Jahre später einen neuen Besitzer gefunden. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Und auch heute noch gilt, wer den Stein besitzt, ist wahrhaft lustig.